Regel Nummer 1 hat immer die höchste Priorität. Arme lang lassen. Am Anfang versuchst du deinen Schwerpunkt möglichst tief zu halten und gehst dafür in die Hocke. Wenn du dich langsam schon ein bisschen sicherer fühlst, kannst du dich aufrichten. Versuche, auf der geraden Strecke schon ein bisschen nach links und rechts zu lenken, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Versuche ab jetzt nach rechts zu lenken, damit du genug Schwung hast, um danach ausreichend nach links lenken zu können. Das Ziel ist es, zwischen den beiden roten Bojen hindurchzufahren. Drehe dabei etwas die Skier in die neue Fahrtrichtung. Schaue nach oben. Dort wird das Seil mit einem Ruck nachgeben. Pass auf, dass du dabei nicht nach hinten fällst. Danach wird es umso stärker ziehen. Nun musst du aufpassen, dass du nicht zu weit nach vorne gezogen wirst. Desto stärker das Seil durchhängt, desto stärker wird auch danach der Ruck sein. Sei darauf gefasst. Wenn du durch die weißen Bojen fährst, zeigst du damit, dass du nicht mehr weiterfahren möchtest und dass du vor der nächsten Kurve das Seil loslassen wirst, damit der Haken für die nächste Person frei wird. Wenn du einmal ins Wasser fällst, ziehe deine Skier aus und schiebe sie vor dir her.